Was ist wohl das Verrückteste, das man auf einem Dachboden finden kann? Nicht nur für die Schüler des Gymnasiums in Mülheim an der Ruhr ist es eine Mumie. Die knapp 2700 Jahre alte Mumie wurde in einem altägyptischen Holzsarg gefunden, der allerdings 250 Jahre älter ist als sie selbst. Für die Restaurierung von Sarg und Mumie, auch ohne Kopf, hat das Uni-Exzellenzcluster Religion und Politik 15.000 Euro zur Verfügung gestellt. Die 2700 Jahre alte Mumie musste dann noch weitere 40 Jahre im Museum auf ihre Restauration warten. Doch das hat sie bestimmt nicht älter aussehen lassen. Denn erst durch den Fluch der Mumie, eine Folge des Münsteraner Tatorts, kehrte das Leben in sie zurück. Dies war der Anstoß im Archäologischen Museum, dass sie ihre Mumie doch restaurieren könnten. Eine Mumie ist ja eine echte Seltenheit, die sich viele Münsteraner nicht entgehen lassen wollten. Im Moment sind wir überrannt von Besuchern. Wir haben pro Tag mindestens 50 Museumsbesucher in den kurzen 2 Stunden, die wir ja nur geöffnet haben. Wir haben gerade die Schallmauer von 2500 Besuchern seit November geknackt. Also ist mit Sicherheit eine der erfolgreichsten Ausstellungen, die wir je gehabt haben. Aber warum ist die Ausstellung nur 2 Stunden geöffnet, obwohl sie so gut besucht ist? Die Mumie selbst ist ja in ihrem Stoffanteil in der Wicklung sehr empfindlich. Uns hat Herr Dr. Klocke, der Restaurator aus Hildesheim, klar zu verstehen gegeben, mit diesem Licht, wie sie jetzt ausgestellt ist, sollten wir wirklich nur 2 Stunden sie beleuchten. In Zukunft wäre natürlich eine bessere Beleuchtung, zum Beispiel durch die LED-Lichter, die sehr, sehr viel schonungsvoller sind für originale Antiken, wäre natürlich darüber nachzudenken. Bei so einem eingewickelten Körper, wie bestimmt man denn da das Alter? Die Mumie ist einmal, als sie nach Münster kam, ist sie mal geröntgt worden, um zu gucken, ob gegebenenfalls in der Wicklung noch Amulette, wie das so in der Antike üblich war, enthalten waren. Das war nicht der Fall. Und dann haben wir ja einmal eine CT-Untersuchung in der Uniklinik gehabt. Und da haben die Ärzte uns mitgeteilt, dass aufgrund der Knorpeldichte und so weiter, dass sie schon so eine Schätzung des Alters, so Mitte 20 bis circa 30 wagen konnten. Wer ist denn dieses Exzellenzcluster und was macht dieses? Das Exzellenzcluster für Religion und Politik hat ja zum einen auch die Restaurierung bezahlt und hat ja auch mit Frau Professor Lohwasser, Institut für Ägyptologie und Koptologie, die Chefin, die auch das Konzept der Ausstellung als Leiterin mitentwickelt hat. Aber es haben viele mitgewirkt, unter anderem von der Philosophie Professor Quante. Da ging es unter anderem auch um die Frage, wie geht man mit Leichen im Museum um? Denn wir wollten ja nicht eine Sensation hier ausstellen, dass alle nur gaffen und sich ergötzen an einem Toten. Dafür haben wir viel zu viel Respekt vor einer toten Person. Was passiert denn jetzt, nachdem die Ausstellung vorbei ist mit der Mumie? Wir haben ja das ganz große Glück, dass das Rektorat beschlossen hat, das Museum zu erweitern. Wir werden schließen nach dieser Ausstellung. Dann kommt allerdings zunächst eine große Sonderausstellung, sodass ich davon ausgehe, dass wir Ende 2018 die Mumie und viel mehr auch an ägyptologischem Material, was wir unten im Magazin zurzeit beheimaten, unter anderem mit Hilfe wiederum vom Team von Frau Professor Lohwasser präsentieren werden. Sie wird natürlich dann in der Dauerausstellung zu sehen sein. Nach Vollendung der Restauration wurde die Mumie dann in der Ausstellung Tod und Ewigkeit präsentiert. Diese ging vom 19.11.2016 bis zum 22.01.2017.